Dies ist eine Störsendung der KPDSUZ. Ich wünsche einen guten Empfang. Hier spricht Kommissar Nikita Perestek-Kruzov, zuständiger Sachbeauftragter des Amts für Völkerverständigungsproblematik der Konföderation Sowjet-Unterzögersdorf. Die sogenannte Republik Österreich und die Festung Europäische Union wollen unser kleines Land totschweigen. Eingebettet ins pittoreske Weinviertel zwischen Autobahnabfahrt Stockerau-Mitte, Oberzegersdorf und Oberolbendorf ist unsere Nation die letzte glorreiche Republik der Sowjetunion. Das jetzt genau zu erklären fällt die Zeit, tipp's halt ein in Ohrschloch Google. Ich wende mich auf allen Kanälen mit einer Beschwerde an das vermeintlich österreichische Volk und natürlich auch die dort ausgebeuteten GastarbeiterInnen. Gestern wurde unser Luftraum verletzt. Ein durch Alkohol und Macht betrunkener Jungbauer, ein Tschecher, ist mit seinem Traktor bei uns an den Grenzpfosten angefahren. Ein Querlenker, ein Corona-Leugner, hat Pickel gehabt am Traktor. Freedom for your face. Ist wahrscheinlich von der Großdemo in Seitzersdorf-Wolfpassing zu Hause gefahren. Nicht geschaut, eine klatscht in Schengen-Außengrenze. Durch Aufprall hat sie nach vorn rausgebracht, übers Minenfeld ist er drüber geflogen und dann im fruchtbaren Gatsch unseres Heimatlandes liegen geblieben. Deppada hat's Glück. Die Lichtbogen-Handschweißerin Alenka Neigebauerova hat ihn nach Schichtwechsel friedlich schlummernd gefunden und den Einwanderungsbehörden übergeben. Kleine Schattenseite des Zwischenfalls? Eines unserer Zesel hat die nächtens ins Wangel, also die Gesichtsbacke, gezwickt. Unsere Zesel sind alle aus dem Labor ausgekommen, September 96. Haben irgendeinen aggressiven Keim. In der großen Erdhörnchenlesung drittes Quartal 98 haben wir den verseuchten Bestand mit Flächenbombardierung radikal dezimiert. Aber Sie wissen eh, das Leben findet einen Weg. Im konkreten Fall fand es den Bauern in Gatsch. Wir haben ihn nach Österreich verbracht und auf der Horner Straße vor der Pizzeria Peppino abgesetzt, neben die Colonia Kiebel. Da hat er morgens gleich an Postler gebissen. Grauslich. Aber geht uns nichts mehr an. Ist ja eh nur Grippe. Wenn's medizinische Hilfe braucht, schickt uns ein Bitcoin. Ihr Impfservice, Sowjet, Unterzoegersdorf.